revolution all over the world, and especially in Europe. Das ist eine Revolution der Gnade auf der ganzen Welt, die läuft besonders in Europa. Where God's grace is being preached. Wo die Gnade Gottes gepredigt wird. Where God's love is being unfolded. Wo Gottes Liebe aufgemacht wird. And it's not about us, it's all about Jesus. Wo es nicht mehr darum geht, was wir tun können, sondern es geht um Jesus. Und ich bin nicht den ganzen Weg von Singapur hergekommen, to tell you what's wrong with you. Um dir zu sagen, was mit dir alles noch falsch ist. I came all the way. Ich bin hierher gekommen, to tell you, um dir zu sagen, you are right with God. Dass du gerecht gesprochen wurdest vor Gott. The gift of righteousness. Das Geschenk der Gerechtigkeit. The law condemns the best of us. Grace saves. Hör gut zu. I'm a German, so I know that 500 years ago we had the Reformation here, where Martin Luther brought the Reformation to Germany and in the end to the world. I am looking forward to see another Reformation here in Germany, the Reformation of Grace. This is a marking point in our history that someone comes here that just preaches grace without any law that comes from the back door. The 500 Reformation year. Das 500 Jahre Reformationsgeburtstag. It's also the year of Jubilee. Es ist jetzt das Jahr von Jubilee. Shout freedom! Verruf laut aus Freiheit! Freedom! Freiheit! Freedom! Freiheit! Freedom! Freiheit! Freedom! Freiheit! Freedom! Freedom! Freiheit! Freedom! 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 Freiheit! In this is love. Denn darin besteht die Liebe. Not that we love God. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. That is the greatest commandment. We love God is the greatest commandment under the Old Testament. Das ist doch das größte Gebot unter dem alten Bund. But this is love, not that we love God. Aber darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben. But that he loved us. Sondern dass er uns geliebt hat. That's new covenant. Das ist der neue Bund. We loving God is the law. Dass wir Gott lieben, das ist das Gesetz. God loving us is grace. Aber dass Gott uns liebt, das ist die Gnade. Hallo, mein Name ist Victor und ich habe heute Pastor Prince zum ersten Mal live gehört und gesehen. Und das war wirklich so beeindruckend, einfach zu hören, was Gott alles für mich getan hat, was Jesus für mich vollbracht hat. Besonders auch, dass ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern ich bin unter der Gnade Gottes. Und ein Punkt, der mich so angesprochen hat aus der Predigt, war, im alten Gesetz hieß es halt, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und mit allem, aber jeder hat versagt. Unter dem Gesetz versagten selbst die Besten, aber unter der Gnade werden selbst die schlimmsten Sünder werden angenommen und werden gerecht und heilig gesprochen. Was mich auch so begeistert hat, war einfach dieser Satz, ich bin derjenige, den Jesus lieb hat. Und das kommt mir heute wie zum ersten Mal, als ob ich das weiß oder verstehe. In dem Sinne, ich bin ein Kind von 5 und ich bin so ein Sandwich-Kind. Aber heute das zu verstehen, dass Jesus mich besonders liebt, wo es gar nichts um Leisten geht, nicht etwas zu tun, um geliebt zu werden, sondern Jesus liebt mich einfach. Und ich darf in seiner Liebe und in seiner Gnade baden. Und das ist so befreiend. Es ist so wunderbar. Der Friede Gottes ist da und die Freude. Und danke, Jesus. Danke, Pastor Prince, für diese Message. Be free, be free, be free. Sei frei. In this year of Jubilee. Be healed, be healed. Sei geheilt. Be healed. In the name of Jesus. Even right now, I know that God is healing someone with a shoulder blade condition und ich, on their left und side. Und das heißt nicht, dass Gott jetzt aufhört zu heilen. It was really great that the pastor said first, God is healing someone with a pain in the left shoulder. And I immediately felt that just God took this pain from me. Thanks, Lord. And thanks the Lord.
I'm really thankful. It's all about Jesus, what he has done for us. Now we have a lot of pastors, youth leaders, youth pastors here in the room. Please give us some reasons why pastors should preach this message of grace in their church. Bitte nenne doch einige Gründe, warum Pastoren in ihren Gemeinden diese Botschaft der Gnade predigen sollten, Pastor. Because the Lord said so. Weil der Herr es gesagt hat. There is no other gospel. Da gibt's kein anderes Evangelium, Leute. Some people think grace is a message. Einige Leute denken, Gnade ist nur ein Thema. It's actually the gospel. Nein, es ist das Evangelium. It is the gospel. Es ist das Evangelium. It's not as if this message of grace that Joseph Prince preaches. Es ist nicht die Botschaft oder das Thema, das Joseph Prince predigt. I'll be very scared if I receive something new. Ich wäre sehr, sehr etwas beängstigt, wenn ich etwas Neues empfangen würde. I'm just like King Josiah, he found the scroll, you know, of the Lord. Ich bin wie König Josia, der diese Rolle gefunden hat. And then he dusted off. Und dann hat den Staub weggewischt. And he realized it is the Old Testament. Und hat realisiert, das sind die Schriften des Alten Testaments. I think I just pick up the gospel that Martin Luther preached, that all the men of God, Apostle Paul, all preach. I pick it up and I'm dusting it off and realizing, my goodness, what have we been preaching? Und ich glaube, so fühle ich mich. Ich nehme einfach das auf, was schon Martin Luther gepredigt hat, und ich schütte den Staub weg und ich predige diese Botschaft der Gnade, die schon so vor langer Zeit gepredigt wurde. So the pastors and leaders, also die Pastoren und Leiter, have got to know their ministry is all about the gospel. Die müssen einfach sicher sein, dass euer Dienst geht nur ums Evangelium. And Paul calls the gospel the gospel of the grace of God. Und wenn es nur ums Evangelium geht, dann wissen wir, dass Paulus sagte, es ist das Evangelium der Gnade. In Acts 20. In Apostelgeschichte 20. Ephesians 6, he calls it the gospel of peace. In Epheser nennt es das Evangelium des Friedens. Amen. Grace is not about you. Gnade ist nicht wegen dir. Grace is all about him. Gnade dreht sich 100% it's um ihn. It's not about how bad you are. Es geht nicht darum, wie schlecht du bist. It's about how good he is. Es geht darum, wie gut er ist. God wants your focus under grace to be on Christ. Mein Name ist Gerald Wieser und ich hatte Geburtstag, es war mein 40. Geburtstag, als meine jüngere Schwester mir das Buch von Pastor Prince, Destined to Reign, geschenkt hat. Und die Botschaft, die hat mich berührt. An Ostern habe ich begonnen, 100% Gnade zu predigen. Habe einfach die Kapitel von Destined to Reign, zur Herrschaft bestimmt, das Buch, Kapitel für Kapitel der Gemeinde gepredigt. Und dann kamen schon Herausforderungen, weil nicht jeder wollte diese Gnade hören. Ein Teil der Gemeinde, weil wir wollen nicht länger, dass du so viel über Gnade redest. Und es kam dann so weit, dass ich meine Arbeit verlor. Aber ich wusste, die Veränderung, die ich erlebt habe in meinem Leben, in meiner Familie, ist viel, viel mehr wert, wie einfach einen Job zu haben. In der Zwischenzeit habe ich angefangen, ich habe einen Verlag gegründet, weil kein Verlag wollte das Buch Destined to Reign veröffentlichen. Aber weil die Botschaft der Gnade mein Leben dermaßen verändert hat, und deswegen bin ich einfach hingegangen, habe meine Lebensversicherung verkauft, meinen Bausparvertrag verkauft und einfach alles versucht, alles zu Geld zu machen, um Geld zu haben, um diese Bücher zu veröffentlichen. Und Leute haben mich gefragt, auch in der Bank haben sie mich gefragt, ist es nicht ein Risiko, das alles zu machen? Ich sage, nee, für mich war es kein Risiko. Ich habe zwar alles auf eine Karte gesetzt, aber ich wusste, diese Karte, das Evangelium der Gnade, das ist die richtige Karte. Und deswegen wusste ich, ich kann hier gar nicht verlieren. Seitdem ging es alles sehr schnell. Wir haben fast alle Bücher von Pastor Prinzen nun auf Deutsch. Die Leute kaufen die Bücher, sie verschenken sie. Und heute, 5 Jahre später, stehen wir hier, 10.000 Leute in der Hans-Martin-Schlahl-Halle. Pastor Prinz predigt das erste Mal in Deutschland. Meine Tochter mit 13 Jahren hat sich gestern bekehrt für Jesus. Was will ich mehr? Ich bin der dankbarste Vater, weil diese Botschaft nicht nur mich verändert hat, meine Familie verändert, meine Geschwister, meine Eltern, alle wurden transformiert. Unsere Beziehungen zueinander sind ein ganz neues Level bekommen. Und so bin ich dankbar für Singapur, für die Botschaft der Gnade von Pastor Prinz, dass er mutig ist, so kühn über Jahre diese Botschaft zu verkündigen, ohne Rücksicht, was die Leute sagen. In Deutschland, Europa ist die Botschaft angekommen. Und wir wollen genauso kühn sein wie er und wie Paulus, um die Botschaft weiterzubringen
in die Welt. All over the world. Evangelium der Gnade in der There's ganzen an Welt. Army that God is raising. Predigen, dass eine neue Armee die aufsteigt. Many of them are young people. Viele von denen sind jung. Many of them are here in this conference. Viele von denen sind hier in der Konferenz. They will sound the trumpet of jubilee. Und sie werden das Schofahorn des Jubiläums ausblasen. Und sie werden der Welt sagen, God is not angry with you. Gott ist nicht mehr böse auf dich. Come home. Komm nach Hause. Come home. Komm nach Hause. God is not mad at you. Gott ist nicht böse mit dir. Come home. Komm nach Hause. Come home. Komm nach Hause. Step to your feet. Komm, lass uns aufstehen. Give him praise. Gib Gott die Ehre. Halleluja. Halleluja.